Hallöchen, Popöchen. Und da sind wir auch schon wieder. Schon wieder geht's los mit dem Let's Play der Hunter 2013. Tja, liebe Freunde, wie versprochen, der 1. Mai ist und wir gehen auf Rehwildjagd. Vor allem auf Rehbockjagd. Und ja, wir sind für einen Wettbewerb eingeschrieben. Und zwar den Rehbock mit den höchsten Score zu erlegen mit Schrotpatronen, also Rehposten. Und ich würde sagen, ich habe uns schon was auf der Karte markiert, wo wir denn hingehen. Und deswegen werden wir das auch gleich mal anpeilen. Zu unserer Ausrüstung haben wir das Übliche mit, also das Rehwildgewehr, dann Doppelflinte und zur Not noch die Anschütz, falls mal uns ein Schwein unter die Nase kommt. Da würde ich sagen, auf und davon. Tja, bei uns ist jetzt gerade 12.08 Uhr, also beziehungsweise bei mir. Und ich gucke mal, wie lange ich denn das machen werde. Ich habe eigentlich so mit einer Stunde schon gerechnet. Und da würde ich sagen, wir können auch gleich mal direkt rufen, frei von der Leber weg. Vielleicht haben wir ja mal Glück, ne? Das weißt ja auch nie. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal hier den Fluss überqueren und dann mal schauen auf der anderen Seite, was denn da so los ist. Tja, meine Stimme ist etwas noch rau. Ich bin heute nämlich erst später aufgestanden. Um 11 nämlich erst und deswegen meine Stimme auch etwas noch nicht so geschmeidig wie sonst immer, aber ich denke mal, das wird sich dann mit dem vielen Reden dann auch legen und tja, dann schauen wir doch mal. Tja, wir hoffen natürlich heute mal auf richtig starke Böcke und unser Ziel wird es dann so sein, solche Böcke zu schießen, so in dem Bereich von 160 bis 200 der Score. Das wäre schon sehr nice, wenn wir sowas schaffen würden, aber das ist dann immer mit viel Glück verbunden und dann vor allem auch mit Treffsicherheit, ne? Und ja, mal schauen. Falls ich mal was trinken sollte in der Aufnahme, nehmt es mir nicht übel. Falls die Stimme nicht mitmacht, weil wenn du eine Stunde durchmoderierst bzw. durchquatscht, dann ist auch immer, ne? Eine gewisse. Und so da, also eine Raue in der Stimme da. So, hier oben haben wir auch schon einige Böcke geschossen, deswegen werden wir auch nochmal rufen. Tja, ich denke mal, vielleicht werden wir ein paar Schweine sehen, aber ich denke mal, die werden wir dann außer Acht lassen, liebe Freunde. Und nur vielleicht mal einen Keiler schießen, falls wir den einen sehen. Aber so dann unbedingt dann doch keine Schweine, außer natürlich, es bietet sich so gut an. Dann werden wir mal die Anschütz rausholen und einen Schuss abgeben. Tja, ich will jetzt auch nicht unbedingt rennen die letzten Meter, weil hier ist doch schon öfter mal ein Rehbock unterwegs in dem Gebiet und mit dem müssen wir uns ja nicht gleich uns verscherzen. Tja. Auf und davon. Vielleicht kommt in den nächsten Tagen mal noch ein neues Projekt dazu. Ich bin da schon schwer am Überlegen, aber mal schauen, ob es denn was wird, so wie ich mir das vorstelle. Bin da noch praktisch im Austesten mit der Aufnahme und der Größe und hast den nicht gesehen und deswegen, liebe Freunde, muss ich das nochmal ganz schnell in den Hintergrund schieben, dieses kleine Projekt, da werden auch nicht allzu viele Parts rauskommen, ich denke mal so 50 Parts von dem Spiel, was ich natürlich noch nicht verraten werde und dann muss ich auch noch das Let's Test zu The War Z machen, worauf ich auch Lust habe. Alles solche Sachen, wo man eigentlich kaum Zeit für hat.
auch man es machen möchte, aber da muss man sich ja auch einfach mal die Zeit nehmen. Tja, männliches Stück. Ja, ignorieren wir jetzt erstmal. Weil Rehburg ist in dem Sinne jetzt erstmal wichtiger, dass wir erstmal den ersten schießen, weil dann ist so praktisch das Eis gebrochen, möchte ich mal sagen. Tja, so geht's manchmal. Mit einem Rehburg in der Nähe. Ich glaube, mit der 270er können wir sogar Schweine schießen, ne? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also zur Notfall auf uns drauf zu anwechselt, möchte ich jetzt mal sagen, dass wir ihn dann strecken. Aber das nur im äußersten Notfall. So. Tja. Nochmal einen Kurs setzen. Ich wollte auch diesmal vom Anfangsgebiet starten, also von dem von der Lodge aus. Aus dem einfachen Grund, dass man so, dass ihr auch praktisch mal seht, wie das so ist, wenn man dann hier losläuft. Den Ast ja nicht gesehen. Ist aber schnell gezogen. Komm, da müssen wir wenigstens mal kurz hinschauen. Ob was es denn für ein Stück ist, ob es ein starker Keil aus. Da packt einen doch wieder Schwarzwildfieber. Oh, ich sehe ihn jetzt gar nicht. Tja, Pech gehabt. So, wir gehen jetzt erstmal weiter in unsere Zielrichtung. Lassen uns hier nicht irritieren. Und dann schauen wir doch mal, ob es denn mit dem Bock da hinten klappt oder auch nicht. Kann natürlich auch gar keinen Bock schießen, das wäre ganz schön für den Arsch dann, aber das glaube ich bald nicht. Vielleicht antwortet uns ja auch irgendwann mal einer. Das denke ich nämlich bald. Was war denn das? Er ist sogar Rehwild in die Richtung gezogen. Da werden wir natürlich gleich mal ein Beispiel Folge leisten. Vielleicht werden wir auch uns mal etwas an die Spuren halten beim Rehwild. Was mich nur etwas nervt, dass wir noch nicht ablesen können, ob es weiblich oder männlich ist. Das ist immer sehr suboptimal. Kann auch sein manchmal, dass es noch nicht in der Range war. Deswegen rufe ich dann jetzt nochmal. Ja, also so wie es aussieht, ist es dann doch hier aufs Feld rausgezogen. Ich war schon lange nicht mehr hier hinten. In dem Teilrevier. Und ja. Das ist das erste Mal wieder, seit ich aufnehme, bin ich hier und das ist schon bestimmt 2-3 Monate her, dass ich hier war. Deswegen schauen wir da mal. Ich stehe ja sogar da, das Stück Rehwild auf dem Feld draußen.
Oder es steht einfach gar nichts da. Das kann natürlich auch sein. Na. Ich hätte vielleicht einen Windanzeiger bzw. Überprüfer mitnehmen sollen. Ich hätte auch schon mal, da stand eins am Hochsitz und da antwortet uns das erste Stück. Ich glaube, das war ein männliches. Jawohl, geil. Okay. Ganz schön weit, ne? Okay, nach 11 Minuten antwortet uns das erste Stück Rehwild. Also, nach dem jagdlichen Gesetz ist ja nicht nur der Bock heute auf, sondern auch das Schmalreh, also praktisch das Teenager-Reh, was ein Jahr alt ist. Ja, da werden wir auch mal gucken, falls wir ein weibliches Stück sehen. Ob wir es denn nicht erlegen. Eigentlich müsste der Bock relativ schnell angerannt kommen. Aber es ist leicht, wir haben kleine Frame-Einbrüche, sehe ich gerade hier. Aber ich kann ihn noch nicht ausmachen. Natürlich ist es auch immer spannend, wenn er dann ankommt, ob es denn ein starker Bock ist, wenn man ihn vorher noch nicht sieht. Na, wo bist denn? Na gut, das ist ein ganz schönes Stück, was ja laufen muss. Vielleicht deswegen. Ich glaube aber bald, dass. Hier wird zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen ihn einfach noch nicht. Da kommt er. Okay, oder ist auch aus der Range rausgelaufen. Ich guck gerade mal um ihn auf die Stärke an. Naja, noch nicht so der Große, würde ich jetzt mal sagen. Von der links kommt er auf jeden Fall. Jetzt können wir gleich nochmal gut das Gehör sehen. Auf jeden Fall ist es über Lauscher, das ist schon mal gut. Wenn die Stangen überm Gehör sitzen. So, jetzt sprechen wir ihn doch gleich mal an. Gut. Beziehungsweise sichten ihn. Dann werden wir ihn mit Rehposten erlegen. Yes! Weidmanns Dank, würde ich sagen. Unser erster Rehbock am 1. Mai. Nach 15 Minuten. Ah, noch nicht so der stärkste Bock. Noch ein recht junger und schwacher, aber naja. Man freut sich über jeden 95er Score, Schulterblatt 12,5 Meter. Mal gucken, wo wir im Wettbewerb damit sind. Damit sind sie auf Position 10. Okay, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber ich denke mal, dass das noch. Dass uns einige noch übertrumpfen werden. Hat eben noch nicht so ein starkes Gehör. Deswegen auch logischerweise der niedrigere Score. Der niedrigere Score, so wie Thomas. Ich würde sagen, wir peilen jetzt erstmal den Hochsitz an. Uns dann einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Und dann mal schauen, was denn der Tag noch so bringen mag.
glaube, ich werde jetzt gleich mal frei von der Leber weg nochmal rufen. So. Weil ich hatte auch schon das Glück, dass danach mal gleich noch ein Bock geantwortet hat. Obwohl es ja selten ist, dass sie in Sprüngen hier lang ziehen, aber man weiß ja nie. Also ich hatte schon mal, dass ich drei Jährlingsböcke auf einem Haufen gesehen habe. Zum Sprung zusammen. Und da habe ich auch alle drei geschossen. Aber wir werden jetzt erstmal auf den Hochsitz hier gehen und mal schauen. Ich denke mal, der Schuss, der ging von der Lautstärke her, aber ich wollte jetzt auch keinen Bogen mitnehmen, weil, naja, deutsche Wälder kannst du keinen Bogen mitnehmen, also mache ich schon manchmal, aber eben zur Bockjagd hat das jetzt überhaupt nicht dazu gepasst und deswegen habe ich mir gedacht, nee, kannst du keinem anbieten. So ein Bock, ich bin froh, auf jeden Fall erstmal ein Ziel erreicht, dass wir überhaupt ein Stück Rehwild schießen, was natürlich auch nicht immer selbstverständlich ist. So, und jetzt gucken wir weiter. Jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Was haben wir da oben? Ah, da falle ich jedes Mal drauf rein auf diesen dämlichen Auto-Dingens-Pfeiler da. So was Beknacktes. Und da steht ein Stück Rehwild. Ich kann es auch nicht genau sagen. Ob es denn ein Bock ist. Jo. Würde ich sogar sagen, dass ein Bock ist, diese blöde Pflanze da hinten. Hindert mich etwas dran. Denke gleich, wenn wir hier mal durchschauen. Jo. Sehr, aber ich würde sagen, sehr kurzes Gehör, aber da ist es ja dick ausgeprägt. Frage ist, ob er uns antwortet. Tja. Könnten natürlich auch mal einen Schuss jetzt setzen. Ah ne, da gehe ich runter. Das ist mir dann doch zu riskant. Wenn da einmal verwackelt falsch abkommst, dann und den dann vielleicht doch noch verfehlst, weil der Rehwildkopf ist jetzt nicht allzu groß. Hab jetzt geschossen, kann ich auch euch erklären, warum. Irgendwas hat ihm noch nicht gepasst. Der hat laufend gewindet und geäugt. Naja. Vielleicht stand der Wind blöd, das kann durchaus sein. Das ist immer so, jetzt immer so eine Sache gewesen, nicht, dass er dann doch noch flüchtig wird. Habe ich dann mir jetzt doch ein Herz gefasst, weil ich gesehen habe, dass er immer irgendwas noch nicht ganz koscher war, möchte ich mal sagen. Tja, so ganz gehen zwei Böcke. Bis jetzt. Ja, und mal schauen. Werden wir doch gleich mal hinlaufen. Mal gucken, was er für einen Score hat. So. Mein lieber Mann. Wird aber wieder nicht so ein allzu starker Gesicht. Oh doch, das sieht gut aus. Etwas dicker, ich denke mal so 120, 100, 520. Sehr weit abgekommen, muss ich sagen. Oh, 140er Score. Gute Arbeit. 27,5 Kilo aus 124 Metern. Körpereingeweide so.
So. Aber es ist auch immer sehr sinnvoll, beim Rewe an dem Anschluss nochmal zu rufen. Aus dem einfachen Grund, falls in der Nähe noch ein Zwerg den Schuss gehört haben sollte, ist es nicht unbedingt immer so, dass es flüchtig wird, sondern dass es einfach normal weitergeht, beziehungsweise weiter trabt und ja, da kann man so vielleicht mehrere Abschüsse kriegen. Tja, zwei Böcke, das ging jetzt recht flott. Falls du zwei Böcke siehst, nehmen wir natürlich ganz klar den stärksten weg. Tja. Mal schauen, jetzt zum Beispiel eine Spur, die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Die kann dann nämlich schon ausschlaggebend sein, wo das nächste Stück Rehwild ist. Ne, das sind aber Schweinespuren. Schweine. Gut. Der war schön laut. Weil es hier im Bock in der Nähe ist, der hat uns auf jeden Fall gehört. Das Feld ist auch immer sehr gut für die Böcker. Da habe ich schon einige drauf geschossen. Na, da schauen wir doch mal. Rot wird auch vereinzelt vorkommt hier, aber ach, guck doch mal, was da steht. Ich glaube, es ist auch ein weibliches Stück, ne? Was nix heißen muss, das ist ein Schwein. Nee, Baum. Bin mir nicht sicher, ob es ein männliches war oder ein weibliches. Naja, guck mal gleich mal in Ruhe. Wenn man ein Stück Rehwild gefunden hat, sollte man dann auch erstmal sicherstellen, ob es denn alleine ist. Oder nicht. Jetzt werden wir gleich mal es versuchen anzusprechen. Ich finde, das lässt sich immer sehr schwierig beim Rehwild hier. Vor allem, wenn du sie quer hast. Nee, kein Bock. Ich wäre aber doch noch mal ein Stück. Will ich mir auch sicher sein, weil ich habe mich auch schon oft mal vertan. Wenn es ein ganz schwacher Bock nur war. Das muss vielleicht mal sichten, dann auf der virtuellen richtigen Seite sind, wenn das dann da mal tun würde. Ich kann das weibliche Stück natürlich auch schießen, aber hier sehen wir ganz klar, dass es kein Rehbock ist. Aber immerhin eine gute Übung. So. Drei Stück und ein paar Minuten, das ist doch gute Bilanz. Bis jetzt mal gucken, ob die sich noch ausbaut oder nicht. Vielleicht werden wir auch mal versuchen, dann hier vor. Nach unten noch mal zu gehen, ich weiß noch nicht, ob wir das zeitmäßig erschaffen werden. So. Wir haben immerhin jetzt schon drei Stücke hinten rausgeschossen und irgendwann brauchen wir eine gewisse Zeit, um zu spawnen wieder das Wild. Ja, da muss man eben erstmal schauen.
würde sagen, wir gucken auf jeden Fall uns erstmal noch etwas um, bevor wir hier die weiteren Wege gehen. Denken wir da. Das war ein sauberer Schuss. Jawohl. Rechte Lunge, Herz, linke Lunge, also es hat den Knall nicht mehr von aus 113 Metern. Kann man immer wieder mal machen. Man freut sich ja dann sicherlich auch über jedes Stück Rehwild. Vor allem wenn denn der 1. Mai ist und man so eine gute Bilanz bis jetzt hat. Ist zwar noch nicht perfekt, aber schon sehr gut. Die drei Stück in 26 Minuten. Und ja. Dann mal schauen. Wir haben bis jetzt zwei Böcke und einen Schmalreh geschossen. Ich denke mal, das ist. Kann man annehmen. Dann doch da links mal hingucken, dann werden wir nochmal hier hingucken, dann werden wir nochmal vor zum Hochsitz gehen. Dann werden wir zurückgehen und auf die andere Seite der Insel gehen, weil falls denn die Zeit da noch reicht. Um dann eben mal zu schauen, was da noch so abgeht. Und falls manche denken, auf Maisfeldern soll es kein Rehwild geben oder wenig, da habt ihr euch, da täuschen sich die, die das denken, weil es ist doch ganz schön reichlich immer mal. Nicht immer, aber wenn denn man Rehbock ist, da sind meist noch zwei, drei noch dabei. Das ist auch eine sehr gute Rehwild-Anlaufstelle hier, dieses Feld. Da habe ich auch schon einige Rehböcke geschossen. Hier hinten, das Feld habe ich so noch nicht gesehen. Muss ich gleich mal hingucken. Hinten sieht es aber auch abgeschieden aus, mein lieber Mann. Gucken wir nochmal, spiegeln wir doch mal, wie der Jäger sagen würde. Da hinten war ich mir jetzt unsicher, aber ich glaube nicht, ne? Ne. Gut, okay. Was ist denn das? Guck an, Schwein. Oh, guck an, noch ein Schwein. Also, wenn sie sich so anbieten. Dann lasse ich mich nicht zweimal drum bitten. Das eine Schwein ist, können wir eh vergessen jetzt. Das andere werden wir sauber und sicher strecken. Das ist jetzt ungefähr genau die richtige Distanz. Jetzt ist es natürlich wieder mal. Was ist das denn für ein Überschwein gewesen? Ich habe dreimal drauf geschossen. Oh, mein lieber Mann. Darfst du aber keinem erzählen. Oh. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht, ob der zweite Schuss getroffen hat, aber wenn, ja. Dann Prost Mahlzeit. Guck mal, da hinten steht noch eins. Das ist ja wohl ein Witz jetzt.
Also, wenn sie sich so gut anbieten, da kann ich echt nicht widerstehen, tut mir leid. So rum. Werde ich doch noch mal durchladen. Gut. Pass mal auf. Das sieht aber auch groß aus, das Schwein, mein lieber Mann. Das ist auch, glaube ich, ein ganz schwacher Keiler, wenn ich das so richtig sehe. Sobald ich hier eine gute Stelle gefunden habe, werde ich dem ja auch noch vorknöpfen. Einfach mal eine freie Stelle zum Schuss. Ich glaube, jetzt könnte es was werden. Ah, schon die ganz typische Form für ein Schwein. Guck mal, hier links noch eins. Hätte ich da mal noch 10 Schuss mehr mitgenommen. Aber das steht ja richtig gut da jetzt. Müssen wir uns gleich unsere Chance nutzen. Wir werden noch bis hierhin gehen, damit wir dann auch wirklich einen sauberen, sicheren Schuss antragen können. Und jetzt gehen wir noch hier jetzt. Oh nee, jetzt dreht's wieder ab. Ja, sauber erwischt. Blattschuss. Bricht sofort zusammen. Das war ein wunderbarer Schuss. Das muss ich mir persönlich in der Aufnahme nochmal anschauen. So gut war der. Und das ist eben Jagd, liebe Freunde. Wenn das Schwein im Knall liegt. Schwein. Der eine Schuss, der ging aber weit nach vorne ab. Das habe ich gesehen, wo der saß. Dann war er doch ganz schön abgekommen. Auf und davon. Aber wirklich ein sauberer, glatter Schuss durchs Herz muss das gewesen sein. Ich denke mal, ich werde das mal eh mal angewöhnen, erst auf ein Schwein zu schießen, wenn es Breitseite hat, weil wenn man da noch sinnlos nachsuchen muss. Jetzt haben wir ein sauberes Stück erlegt und müssen nur hinlaufen. Das ist ja wirklich nun sehr gut. Keine Spirenzchen mehr. Aber er ist mir doch ganz schön weit hinten abgekommen.
Hat dann auch nur die rechte und linke Lunge zerschlagen. Und ein Score von 500. Errungenschaft freigeschalten. 109. Okay, wir haben 100 schon. Geil. Erlegt mit der Anschütz. 100 Stück Wild. Jetzt setz dich doch mal hin. Hallo. Ja, genau. Bleib. So. Ich würde sagen, es ist nochmal Zeit zu rufen. So, wie sieht's denn aus mit der Munition? 5, 6 Schüsse haben wir noch, okay. Wollt mich doch jetzt verarschen, oder? Wird jetzt so Sau. Oh, da noch eins. Dickicht, würde ich sagen. Also langsam glaube ich dran, dass sie mich verarschen wollen, die Schweine. Kannst dir keinem erzählen. Guckt euch das da mal bitte an. Ist auch eh nur eine Bache, von daher. So einen weiten Schuss würde ich jetzt nicht unbedingt antragen. Wer weiß, was da noch passiert. So, ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen nochmal ganz vor zum Hochsitz. Zu dem dann. Und da schauen wir doch mal, mein lieber Mann. Wenn sich noch ein Bock hinzugesellt hat. Oh, ein Stück Rotwild. Weibliches Stück. Da haben wir auch noch eins. Ich weiß gar nicht, ob die zugelassen ist, aber... Scheiße. Da ist Runde gerutscht. Yes. Ich hab nur drauf gewartet. Wir haben eine Lunge zu scheißen haben. Für beide ist es doch zu weit, noch zu weit gerannt. Flüchtet. Und da liegt's ja wohl. Jo, nur eine Lunge, rechte Lunge. Score wird berechnet. Kein Score. 157 Kilo. Sauber Blatt aufs Blatt gekommen. Da hatte ich überhaupt keine Bedenken. Ich frage mich gerade, was das da ist. Ich glaube nix. Hoffe ich. Sieht aber so aus, als wenn es... Boah, es könnte auch Stein oder was sein.
Ja, ich denke mal, war dann doch nur nennen. Was haben wir denn da? Was ist jetzt ein Bug? Sah so aus. Super, wieder Schwein. Ich dachte, den gibt es nicht so viele. Ne, das waren einfach Steine, die auf dem Feld lagen. Okay. Na, mal schauen, was jetzt hier drauf steht. Wir haben ja immerhin noch gute 20 Minuten, bevor die Bockjagd zu Ende ist, dass wir vielleicht noch einen bekommen. Wäre schon mal nicht schlecht. Deswegen bin ich gerade im inneren Konflikt mit mir selber. Was denn, was unsere nächsten Schritte sein werden, um dann doch nochmal Erfolg zu haben. Weil zwei Böcke ist etwas wenig. Ich war so eine falsche Entscheidung, hierher zu gehen, aber jetzt kann ich sie eh nicht mehr revidieren. Deswegen, naja, Schwamm drüber. Außerdem kann ich immer jede Jagd so extrem erfolgreich werden. Da sitzt ein Fasan. Nur hoffen, dass ein Stück Rehwild antwortet jetzt mal. Oder einen Fasan. Sagen, wir können ja auch mal ja rechts auf das Feld gucken. Da hätten wir vielleicht dann doch noch mal Glück. Mal schauen. Kein Bock weit und breit. Super. Nee, ist nur dicht bewachsen, sieht so aus, aber hier ist noch eine Spur, die können wir uns mal anschauen. Aber das könnte auch vom Fasan sein. Nö, von Schwein wieder mal. Ich dachte, dann gibt es nicht allzu viele Schweine, aber wahrscheinlich dann doch. Naja, okay. Kann nochmal hier hoch und dann mal schauen, wo wir denn jetzt lang machen werden. Wie lange sind wir denn überhaupt schon unterwegs? 4 Kilometer, na, fast 3. Das Kilometer, ne, ist ein Meter, ne? Scheiße. Ja, auf das Feld könnte man mal gucken noch. Ja. Ja, noch eine Alternative. Aber ich hau ab. Pass auf, wir gehen einfach so die Richtung. Da
Das ist ja dann das, oder? Ja, scheiß Dreck. Ey, guckt euch das mal bitte an. Der Fasan, der sieht aber groß aus, ne? Aber Schrot habe ich leider nicht mit. Ich überlege gerade mal angestrengt. Auf dem Feld wird jetzt eh nichts draufstehen, bin ich mir nicht sicher. Ich werde noch mal hingehen, mal gucken und mal einen Ruf setzen, um dann mal zu schauen, ob dann vielleicht so ein Stück Rehwild antwortet, was sich da oben aus der Deckung rausdrückt, vielleicht. Tja. Wenn ich sie immer ganz schön am Arsch. Weil ich will selber noch einen Bock haben. Ah. Schwierig. Auf jeden Fall werde ich das mal das Tempo etwas erhöhen. So, jetzt will ich auch noch mal spiegeln. Wir denn vielleicht irgendwas übersehen am Stück Wild. Na gut, dann würde ich sagen, weiter. Mal gucken, wo wir es noch hinschaffen in den 12 Minuten, die uns noch verbleiben. Mal schauen, mal schauen. Wäre schon noch schön, da würde ich mich freuen drüber. Da würde ich mich dann auch zufrieden geben mit 3 Böcken. Dafür haben wir zwar noch ein Schmalreh bzw. eine Ricke geschossen, aber hätte ich auch lieber einen Bock für genommen, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Zu mir selber. Tja. Mal gucken, ob mir denn einer antwortet. Oder auch nicht. So. Dann nochmal auf das Feld gehen. Und dann über die Brücke bzw. über das Wasser. Und dann mal schauen. Der war aber sehr laut jetzt. So, weiter im Text. Auf und davon, die Schweine hören wir immer noch. So, auf dem Feld steht eins.
Na, gucken wir doch mal. Falls denn ja wirklich eins draufsteht, denke ich mal, werden wir in einen inneren Konflikt mit uns selber geraten, ob wir es denn schießen oder nicht. Aber mal gucken. Wir gucken mal nach der Stärke des Keilers. Tja. Ah. 139 Meter. Na, da kann man noch ein Stück. Da können wir noch ein Stück ran. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, das Soundsystem umzuschalten. Also, ne, habe ich nicht gut. 7.1. Wäre jetzt hier mal mich daran halten und diesen Heuballen. Und wenn er flüchtig wird, werde ich jetzt auch nicht schießen, falls er uns denn vernimmt. Weil mir dafür die Kugel zu schade ist jetzt in dem Augenblick und vor allem ich keine Lust auf noch einen, auf eine Nachsuche habe. Naja, aber erstmal schauen jetzt. Da ist der Keiler. Wir sind schon ganz schön nah dran. Jetzt stehen bleibt, werde ich schießen. Yes, sauberer Schuss, würde ich sagen. Hoho. Der zusammengezuckt ist, da hat aber wirklich die Kugel alles innen drin zerstört. Da ist er 2 Meter zurückgeflogen. Mein lieber Mann. Ich dachte schon, das ist noch ein Schwein. Der ist aber kriminell geworden. Aber ich muss sagen, die Schweine stehen jetzt sehr ruhig. Noch 5 Schuss haben wir. Ich hab gut, war auch noch nicht allzu weit weg heute. Ich denke mal so, wir werden uns im Durchschnitt um die 100 Meter bewegt haben beim Schuss immer. Linke und rechte Lunge aus 80 Metern, Score 600, 146 Kilo, 2. Jetzt sehe ich die Spuren, geil. Ach so, gut, okay, sieht man so nicht. Na, dann gucken wir doch mal hier drauf auf dieses Feld.
Hat bis jetzt noch nicht so sehr viel gebracht. Über Gear Captain gedacht, wir haben mehr Erfolge, aber dafür haben wir auch viele Keiler, zwei Stück immerhin gestreckt, plus eine Bache dann noch. Wir können recht mit uns zufrieden sein. Nehmen jetzt mal die Beine in die Hand. Ja, nochmal auf das Feld da drüben gucken. Ich glaube nämlich da, um den Stuhl, der muss ich auch unbedingt mal einen neuen, der knarkt nämlich schon ganz schön. Aber wieder noch Schweinespuren, das ist ja ein Wahnsinn, wie viele Schweine hinten sind. Tja, aber kein Bock, weit und breit. Auf eine trollende Bache, die übers Feld zieht. Dann gucken wir mal noch auf das Feld, ob es das denn uns noch unseren gewünschten Erfolg bringt. Aber ich glaube nicht, liebe Freunde. Haben wir noch eine Spur, die wir uns angucken können? Wo Herr Rebel sein soll. Hallo? Warum macht der solche leisen Chords? Ich würde sagen, es steht ein Stück Rotwild. Ja. Ich wird's liegen. Gut, der letzte Abschluss für die Folge, liebe Freunde. Tja. Jetzt werden wir noch schnell hineilen und dann die Bockjagd beenden, leider. Tja, zwei Stück Rotwild, zwei Keiler, eine Bache, zwei Böcke, ein Schmalreh. Kann man doch annehmen. Und hier muss ich gleich irgendwo liegen.
Na, stirbst du? Da muss ich doch noch ein. Fangschuss antragen. So. Tja. Aus 4 Metern rechte Lunge, Herz, linke Lunge aus 80 Metern Schulterblatt 137 Kilogramm. So, liebe Freunde, in diesem Sinne, ne, verabschiede ich mich jetzt erstmal mit der Bockjagd am 1. Mai und ihr wisst ja, wie es wieder heißt. Selbe Stelle, selbe Welle. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Hunter 2013. Ciao.